Lorsan Tekkas Rückkehr. Die Mission haben wir noch gar nicht gespielt. Und hier ist so ein roter Stein mit bei. Und 10 so eine Dinger. Aber wir machen die natürlich aus, weil Story ist halt Story, ne? Da gucken wir jetzt nicht, wo denn die ganzen Dinger sind. Wir müssen eh nochmal rennen. So, Lorsan Tekkas Rückkehr. TK, Alter. Nach seinem Besuch der Otteganischen Eklave hat Lorsan Tekka vom Heiligen Orden des Ramulus Hinweise auf Luke Skywalkers Aufenthaltsort erlangt. Nun muss er diese Information nur noch dem Widerstand zukommen lassen. Bevor die Erste Ordnung eingreifen kann, ein Treffen auf dem Wüstenplanet Jakku steht bevor. Aber wir haben ja den Standort von Luke ja eigentlich ja schon gesehen. Am Ende der Main Story, ne? Eigentlich. Naja, was soll's. Juckt der Finger ein bisschen, ey. Vor allem sollte jetzt an die Witter kommen, war bei uns. Ja, war ja nicht so. Ich glaube, das hat nicht mal 2 Minuten geredet oder so. Das ist einfach wieder göttlich. Oh, in der Nacht. Jakku bei Nacht. Ah, guck mal, diese Dinger haben wir letztes Mal gesammelt. Als Medikit. Ihr hättet nie zum Nima-Außenposten kommen dürfen. Es ist ein sehr gefährlicher Ort. Hier leben nur Halunken und Schurken. Und auch du, Elfgahis. Ich wünschte, wir könnten uns auch länger unterhalten. Aber ich muss weiter zum Dorf nahe der Kelvinklamm. Transporter gefällig. Jo, wär geil. Sind die Stimme von Magneto und von Gandalf? Ein Sandsturm. Oh nein. Und er kommt erst auf. Können wir hier in der Nähe Schutz suchen? Ja, in einer Tedo-Siedlung. Würden Sie uns willkommen heißen? Erfgahis ist überall willkommen. Ha, dein Gedächtnis ist nicht das Beste, mein Freund. Ah, guck mal, wie schnell es da oben schon fertig wird. Alter, geil. Ja, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass es gleich wieder laut wird. Aber geilo einfach. So muss es sein. Zack. Das Schöne ist, dann haben wir das müssen wir schon mal hinter uns. Das ist ja schon mal mega geil. Ja, ich habe ich jemanden bei hier eigentlich? Ich habe nur die beiden, ne? Ja, okay. Dann, kann ich eigentlich gar nichts machen, außer ballern. Was ist das denn? Hier ist das ein roter Helm? Ja, tatsächlich. Okay, das denn hier nicht ab, oder nicht? Piu, 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 piu. Das ist mal wegballern hier, so, das ist ganz klar, ne? Oh, okay, wunderbar. Bauen kann ich hier nichts kaputt schießen, also für Collectibles ist ja auch nichts. Okay, nice. Außer wahrscheinlich nur mit Druiden. Oh, was haben wir denn hier? Können. Ich den benutzen. Wo willst du hin? Bleib stehen! Baust du irgendwas oder machst du irgendwas oder bist du einfach nur hier? Ich fahr den jetzt einfach hinterher oder was? Aha, okay. Ich glaube, ich muss ihm einfach folgen. Der findet bestimmt hier gleich so ein Medikit. Wettig. Such. Okay. Nicht gefunden oder was? Ach so, hast du hier schon gefunden? Ja moin, Alter. Okidoki. Was war hier hinten nochmal? Wollen wir mal schauen. Ja. Ah ja, wo ist so ein Speeder? Glaube ich, heißt die nie Speeder Bike? Heißen die in diese? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, so heißen die ja.
Okay, so richtig viel los ist hier nicht gerade. Okay, ihr wollt nochmal die Macht. Die unfassbare Macht. Okay, hier kann ich was zusammenbauen. Oh. Entweder sie sind weg oder die Energiezellen dieser Tür sind längst leer. Das ist für uns beide doch kein Hindernis. Nee. Sehen wir uns um. Wen wollten dafür? Ach, eine Kurbelwolke. Okay, alles klar. Okay, ist wieder Macht. Wir wollten Schwert. Ach, guck mal hier. Wollten Laserschwert. Okay, auf alle Fälle viel zu tun, wenn wir hier später wiederkommen. Nice. Komm, wir sehen auf Jakku, geht der richtige Punk ab. Also was da an für die 100%, was man da halt noch machen muss. Allalalalal. Ja, können näher gegen Gebiete. Ach, was können die fliegen? Alter, yeah. Hab ich auch nicht gewusst. Ist ja abnormal pervers geil. Ja, ich auch so über hochfliegen können, oder? Hätte ich dafür jetzt unbedingt die Kurbel gebraucht? Eigentlich nicht. Naja, wer weiß. Okay, perfekt, ey. Geil. Das kann bestimmt Boba Fett wahrscheinlich die Worte, ne? Super, den kennen wir, steuert zu der Greifhaken. Achso, ja klar, okay. Ich baue dir erstmal leider ein, genau. Ich brauche hier oben deine Hilfe, mein Freund. Deine Hilfe, mein Freund. Bin mir nicht ganz sicher, aber klingt ein bisschen, als wäre die Stimme von Qui-Gon Jinn. Eine Schwachstelle. Hast du Sprengstoff? Aber natürlich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil die ist ein bisschen durch den Helm ein bisschen verzerrt. Sieht so aus wie Sabotage. Ja, aber wir können sie reparieren. Ein Drehschalter, ja. Hat er so ein Ding? Nee, aber der andere. Ach ja, klar, der hat da so einen Knüppel bei. Den Knüppel mal im Rach. Hau in den Knüppel. So, Sonntagvormittag, ne? Sitzen und zocken hat ein bisschen was von vom Teenager-Vibes hier. Lang, lang ist her, ey. Du hast schon Frühstück gehabt. Meine Mutter nicht ruft. Frühstück ist fertig. Kann das nicht. Mama, kann das nicht. Wir sollten das Dorf bald erreichen, wenn nichts dazwischen kommt. Und wann kam das letzte Mal nichts dazwischen? Ja. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. In einem sehr alten Kalender. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ja, Wiedersehen. Okay, alles klar. Also da auf Vorsicht Armen. Geboten. Die Armen. Das passiert uns auch, wenn wir sie während des Sturms überqueren. Ah, okay. Sie hätten das Auffangnetz mit der Winde bewegen sollen. Wahrscheinlich ist sie kaputt. Was, Kletterhaken, wer? Ach, er kann auch. Nice, Alter. Ja, hier drücken. Oh, hält er das jetzt ja, ne? Hey! Oh! Hab ich noch geschafft, ey. Crazy, crazy, crazy. Hast du da viel Zeit, hast du nicht, ne? Oh. Ja, alles klar. Einfach alles. Da oben ist ein. Hä? Ich natürlich gesehen, hab ich das. Dann springen wir es mal kaputt. Hey! Was bist du denn? Gar nicht gesehen, den Typen. Hey, Alter, du stirbst nicht, oder was? Gibt's ja wohl einer. Okay. Sollen wir die Wand gehen? Man zwei hier oben nicht eine Stunde. Mit den Ersatzteilen können wir sie bestimmt reparieren. Klar können wir das. Qui-Gon Jinn. Der ist die Stimme. Ist die.
Nee, jetzt wird er nicht, oder? Überfliegen kann ich auch nicht. Hier keine Macht. Ich habe hier einfach keine Macht. Kein Hebel. Vielleicht nimmst du deinen Stab. Ja. Dafür stehe ich mit meinem Stab. Man weiß nie, welche Schätze ein Sandsturm aufwirbelt. Warte hier. Hm. Ich sorge dafür, dass du sicher hinüberkommst. Kostenlos. Alter, kostenlos. Ja, wirklich mal. Nett von dir auf jeden Fall. Oh. Dachte schon, ich hab schlafende direkt. Schlafende Hunde. Vorsicht, fall nicht herunter. Sonst vertraut der Widerstand mir keine neuen Missionen an. Ich kann dir unmöglich die Chance nehmen, bei gefährlichen Unternehmungen ums Leben zu kommen. Wie rührend. Ich würde gerne da hinten hin, Alter. Siehst du das auch so? Okay, die macht es mit dir mal wieder. Oder nicht in dem Fall. Achso, vielleicht kann ich durch die Luke durch, aber. Ob ich jetzt einfach mal rüberschwebe und sterbe, oder was? Ja, moin, Alter. Wie geil ist das denn bitte? War wahrscheinlich auch genauso gedacht, ne? Geil. Das ist natürlich super gut. Super gut. Dass es so einfach geht, Alter. Einfach so die Collectibles einsammeln hier. Nice, so muss es sein. Warte, ich nehme den anderen, weil der nicht schießen kann. Das ist mir besser. Das ist mir ein bisschen. Das ist cooler auf jeden Fall. Tedo, Alter. Ich hab nicht verstanden, was er denn gesagt hat. Ich glaube, wir waren nicht zu ihrer Feier eingeladen. Warum eigentlich nicht? Wir kommen nur zum Dorf, wenn wir sie besiegen. So sei es. So sei es. Osiris, beim Namen des Osiris, sei ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein. 2 von 4, okay, das hat gar nicht gecheckt, aber... Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich denke, ich schon was verpasst habe. Kannst du die Lackerbestien befreien, FK? Ja, warte, bestimmt mit meiner Granate. Und da oben so noch was zum Umspinnen würde das wahrscheinlich nicht sein. Ach, hier, okay. Ja, ihr seid frei. Wenn wir zum Dorf wollen, müssen wir irgendwie am Anführer vorbei. Ja, ist da kein Problem. Aber erstmal, lass mich auf dich reiten hier. Kann ich bestimmt hier durch. Oder was? Ja, warte mal, was steht hier? Riesige Lego-Gegenstände können zerstört werden. Ja, okay, aber. Tja. Dich habe ich doch. Ach, hier, die Dinger. Ha. Aber warum steht der bei dem anderen auch? Steht ihr, was ich meine? Da ist klar, wie hochspringen. Aber warum steht das da? Die Bienen sind gleich eigentlich. Wieso kann ich das hier nicht zerstören? Weiß nicht, leuchtet oder was? Leuchtet oder was? Oh hier. Ist eigentlich ein bisschen blöd, oder? Kann davon zerstört worden, ja. Hab ich ja. Aber warum steht es da dran, ne? Wenn ich es damit ja nicht zerstören kann? Das ist mir auch so lahm, das Ding. Oh. Alter, wie wirfst du denn das Ding? Alter, dein Ernie. Na gut, wird wahrscheinlich nicht gehen. Gut, dann müssen wir da ein andermal hin. Wenn du einen Augenblick Zeit hättest, Lorsan. Lorsan. Dort. Siehst du das auch? Ja, ich sehe diese kleinen, aber feinen. Okay, Bombenman. Ich brauche hier deine Hilfe, Edgar. Edgar.
Edgar. Dr. Edgar. Achso, vielleicht komme ich jetzt dahin, alles klar. Okay. Ich war mal wieder zu ungeduldig. Kann ich das hier auch zerstören, oder nicht? Mit dem Dicken ging es ja gerade. Ne, okay. Oh, hi. Hier, Zang, Alter. Oh. Ne, jetzt wollte ich nicht. Ich habe hoffentlich alles an. Na, warte mal. Wahrscheinlich das Tor hier, oder was? Alter, ich wusste ich das nur. Achso, okay, er muss es erst rausfinden. Alles klar, alles klar, alles klar. So kommen wir hoch. Ist das er, der hier hoch kann? Ja, okay. Alles klar, gar kein Problem. Überleg nur gerade, was ich hier noch wegspringen muss. Gehen wir da rum, ist ohne irgendwas. So, aber auf alle Fälle nicht das, was ich suche. Gehen wir mal wahrscheinlich wieder. Oh, hi! Bisschen zu früh unterwegs hier schon wieder. War das jetzt sowas? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war jetzt 3. Vom Sound her zumindest. Warte mal. Schieb dir das mal runter, dass du hochkommen kannst hier. Hallo? Ja, jetzt hier noch. Okay. Dennoch, der Millimeter jetzt ihr fehlt natürlich. Hiermit kommen wir hoch. Deine Fähigkeiten sind gefragt. Jo, was ist denn hier los? Okay. Auf alle Fälle muss man hier bloß eine Sache bauen, offensichtlich. Zwei brauchst du eigentlich nicht. Okay, warte mal, da unten. Nee, warte mal, da unten. Wir sind dem Erfolg so nah. Okay, aber warte mal. Ich will mal schauen, was jetzt eigentlich mit diesem Rädchen da hinten auf sich hat. Ja, würdest du mal bitte hier kurz hochgehen? Das muss ja irgendwas bedeuten. Hä? Sind jetzt hier einfach nur ein Glücksrad, du musst ja irgendwas. Ach doch, da drüben, alles klar. Und ich muss wahrscheinlich irgendwas anderes treffen. Alter, warum? Wahnsinn. Was muss ich denn überhaupt treffen? Links, rechts oder irgendwas? Oder was? Oben, unten? Oh, ich hab's kaputt gemacht. Ah, okay. Hat sich doch gelohnt. Geil, doch. Haben wir schon 4. Roten Stein hat noch zwar noch nicht gesehen, aber. Ist ja erstmal, glaube ich, egal. Jo, Alter. Tschö. War noch einer? Nee. Eigentlich sollst du. Genau. Bau die Wanski hier. Ich hab gedacht, du wirfst vielleicht da oben ran? Nee. Achso. Endlich ist der Sturm vorüber. Geil. Ah, okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, hier soweit eigentlich alles abgegrast, was zum Abgrasen ging. Was man hier so sehen konnte. Roten Stein habe ich nicht gesehen. Ein bisschen schade ist. Der letzte. Ich bin Edgar, Alter. Ja, das macht auch mir das Herz schwer. Doch wir vermeiden so weitaus größeres Übel. Von hier aus schaffe ich es allein. Viel Glück bei der Pilotensuche.
Dankeschön. Gute Reise, mein Freund. Sei vorsichtig. Du auch. Obwohl sicherlich niemand weiß, dass du hier bist. Es macht erstmal nichts. Wir wissen jetzt, wo die Karte ist. Hinab. Und hier ist, wie gewünscht, die Serviette. Gut. Shuttle vorbereiten. Habt ihr das Rezept verändert? Das schmeckt so nach Pfeffer. Pfeffer ist geil, oder? Ich werde nachher einen schönen Tomaten... Kuchen-Tomaten-Salat machen mit Schafskäse. Sag euch, eins, was ich vergessen habe, gestern zu kaufen und mitzunehmen, waren Zwiebeln. Vergessen. Muss ohne Zwiebeln gehen.